Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. Und ihr seht, wir sind mal ganz woanders. Hat damit zu tun, ich dachte mir, okay, es lässt sich ja die Beta 05, also das neueste Update, lässt sich ja doch spielen, aber eben dann halt über die, wenn ihr auch selber Mist Survival in der Beta spielen wollt, in der 05 Beta, das, was jetzt am Wochenende zu Halloween rausgekommen ist, könnt ihr es aktivieren, indem ihr einen Rechtsklick auf das Spiel macht, Eigenschaften, und dann könnt ihr unter Betas eben die 05 auswählen, die 05 Beta. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wenn sie spielbar, doch spielbar ist, dann kann ich sie ja aktivieren und dann kann ich sie euch ja zumindest zeigen, ob wir dann nachher in diesem Spielstand weiterarbeiten oder ob wir dann noch was Neues starten oder ob wir dann nachher wieder zu 404 zurückswitchen, das müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal in der aktuellen 05. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht für euch ja mal interessant, mal einen kleinen Blick drauf zu werfen. So, gehen wir gleich mal gucken. Wir sammeln wieder mal alles ein. Ohne Axt, das ist schon mal sehr gut. Das können wir ja wieder nicht. Ich packe das mal auf die 4. Streichhölzer haben wir und eine Chocolate Bar. Das ist gut. Ja, keine Ahnung. Shelter, Open Shelter, das ist sowieso unsere Base hier erstmal. Also da würden wir dann erstmal wieder spawnen. Lass uns mal lostigern. Und ticken lauter. Ich glaube, es ist schon leise. So, lass uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Blätter. Das lassen wir erstmal alles liegen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Und K war, glaube ich, die Map. Genau. Das ist nämlich jetzt auch neu. Unter K kann man nämlich jetzt die Map sich angucken. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Es wird zwar nicht angezeigt, wo wir sind. Current Location. Not enough pencils. Ah, okay. Das heißt, wir müssen Stifte finden. Wir müssen Stifte finden, damit wir hier einzeichnen können, wo wir jetzt gerade sind. Okay. Not enough pencils. Okay, das ist interessant. Muss man ja auch erstmal wissen. So, oh, haben wir hier was drin? Das sieht nicht danach aus. Open door, F, enter. Enter? Nix enter. Gut. Dann nix enter. So, und es soll nachher auch Events geben. Ich hatte da mal einen Screenshot gesehen. Es wurde, glaube ich, auf Steam auch mittlerweile veröffentlicht. Ja, die Frage ist natürlich, wo wir jetzt hier sind. Irgendwo in der Wildnis. Gehen wir sonst mal bergab. Bergab ist mal anständig und angenehm. So, wir gehen sonst mal in die Richtung. Es ist, wie gesagt, eine komplett neue Map. Na, also das, was ihr so kennt aus Mist Survival bis jetzt, das hat sich alles geändert. Hat sich auch dahingehend geändert. Das hatte ich gelesen. Also wie gesagt, wenn ihr mal auf Steam vorbeischaut, da steht auch alles nochmal drin. Und zwar das hier, was wir jetzt hier sehen. Also das ist wirklich schon die finale Map. Die finale Karte. So wie sie schon dargestellt ist, ist sie komplett final. Die ist fertig. Es wird lediglich Region noch dazugeben. Ne? Also es wird nachher so sein, dass da wohl noch Regionen zukommen. Also regionenweise wird es immer mal Updates geben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die nachher aussehen. Das lässt sich natürlich dahingehend auch immer gut erweitern. Na, da könntest du natürlich dann sagen, okay, du haust mal irgendwann ein Update raus mit einer neuen Karte. Und dann erweiterst du das im Prinzip, ne, ich will nicht sagen ins Unendliche, aber du kannst dann immer mal sagen, so hier, da erweitere ich mal was, da erweitere ich mal was. Da links sehe ich schon irgendwas Interessantes. Da könnte vielleicht, ich gehe mal hier links lang. Ich kenne die Map noch überhaupt nicht, ne? Deswegen weiß ich auch nicht, wo wir gerade sind, geschweige denn, wo wir was finden können. Aber wenn, oh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Glockenturm. Eine Kirche. Und das sieht mir nach einem kleinen Ort aus. Natürlich jetzt die Frage, ob wir da Zombies finden. Sehr wahrscheinlich sogar. Müssen wir eben halt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, wie die Zombies hier drauf sind. So, vielleicht sollten wir schon mal die Axt rausnehmen. Ja, und die haben natürlich dann Animationen, haben sie dazu gepackt und so weiter und so fort. Und eben neue Karte. Es gibt Events. Man zum Beispiel aus dem brennenden Auto kann man nachher Leute befreien und die sind dann halt dankbar und schenken einem Sachen und so weiter. Also da kann man schon einiges machen. Local Church. So, hier kann man überall reingucken. Open Door, Enter. Aber Enter kann man nicht. Man kann nicht Enter drücken. Okay. Shotgun, Shells, Munition. Alkohol nehmen wir erstmal alles mit. Aber wir müssen natürlich auch aufgucken. Genau, wir müssen natürlich gucken. Wir haben hier natürlich keinen Rucksack mehr. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keine Lust, dass hier mir gleich wieder irgendein Zombie mir am Arsch rum nagt. So. Und die mitnehmen, die Schaufel? Ja, schade. Die Bibel.
Okay. Also es macht insgesamt einen etwas höherwertigen Eindruck. Kann mich natürlich auch täuschen, aber wenn ich mir das so anschaue, so die ganzen Texturen, die sind wesentlich schärfer und irgendwie alles ein bisschen detailreicher. Sieht insgesamt ein bisschen schicker aus noch als in der letzten Version. Aber es hat sich auch wahnsinnig viel getan. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht den ganzen Changelog, habe ich tatsächlich jetzt nicht alles im Kopf, aber da hat sich wirklich einiges getan. Ich glaube, NPCs, da sind nicht dazu gekommen. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass wir vielleicht die irgendwo im Rucksack oder so finden. Es sind alle anscheinend ausgezogen, wie es aussieht. Vielleicht werden die auch nochmal bestückt, die Häuser. Das kann natürlich immer noch so ein Ding sein. Wir müssen vorsichtig gucken. Wie gesagt, ich habe keine Lust. Na, guck mal, hier haben wir schon mal das Wichtige. Das sind also auf jeden Fall, die sind die Sachen hoch aufgelöst. Das sieht man hier auch hier zum Beispiel an den Kisten. Da ist so diese leichten Roststellen und so weiter. Das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Haben wir eine Flasche. Die lassen wir erstmal liegen. Wir haben echt nicht so viel Platz. Aber so diese. Diese Lashings, die können wir auf jeden Fall brauchen. Guck mal, wir haben jetzt schon bis auf zwei Plätze haben wir schon wieder alles voll. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo noch einen Rucksack finden. Es sieht alles schon ein bisschen detailreicher aus, alles. Ne? Also gar keine Frage, meiner Meinung nach. Es kann sein, dass es noch ein bisschen ruckelt. Ich habe die Grafikqualität ein bisschen runtergedrückt. Noch ein klein wenig vorsichtshalber, weil es dann doch schon ein bisschen sehr geruckelt hat. Ich weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt oder doch dann an der Grafikqualität. Dass es dann doch eben halt an der Beta liegt, beziehungsweise vielleicht ist mein Rechner doch zu schwach. Obwohl es direkt auf Ultra stellt, ne? Also das ist. Aber ich nehme noch nebenbei auf, das gehört ja auch noch mit dazu. So, hier haben wir auch nichts mehr. Hier können wir auch die Tür nicht einschlagen, ne? Ne, alles klar, das. Ja, ist ja gut. Wollen wir nochmal nach oben gucken. Können wir die ganzen Türen leider nicht aufmachen. Ich hoffe, dass man die später noch aufmachen kann oder zumindest kaputt schlagen kann, die Türen. Wenn man sich hier so ein bisschen. Gut, die Mauern sind hier auch gleich null. Alter Schwede. Da wird es im Sommer. Wollen wir hoffen, dass es hier ständig nur Sommer ist. Im Winter jedenfalls wird es ein bisschen schattig, glaube ich, im Haus. Oh, da vorne steht ein Pickup, den können wir sicherlich aufrüsten. Das. Ist gerade gehört? Was war das? Hallo? Sei denn, ist es hier irgendwas gespawnt gerade? Hier ist auch nichts, ne? Kein Loot. Schon nice aus, muss ich sagen. Also man sieht gleich schon, dass es dann Update gegeben hat. Ne? Es ist schon, sieht schon nice aus. Also was mich jetzt ein bisschen betroffen macht, ist die Tatsache, dass wir hier kein Loot gerade finden. Also in den Häusern. Da guck mal, die Müllsäcke sehen vernünftig aus. Bisschen schöner als früher. Das ist schon, macht schon was her. Trotzdem finden wir hier nichts. Ich befürchte fast, dass die noch nicht eingerichtet sind, wenn man das so sagen soll. Und wie ich schon sagte, wenn es ein bisschen ruckeln sollte, ist nachher im Video, dann tut es mir leid. Ich muss dann sehen, dass ich dann sonst vielleicht nochmal ein bisschen rumregel. Und es ist ja auch die Frage, ob wir den Spielstand, den wir jetzt hier angefangen haben, ob wir den da tatsächlich bei einem richtigen Update, ob wir den auch behalten dürfen oder ob wir nochmal wieder von vorne anfangen können. Das kann natürlich durchaus passieren, spätestens dann, wenn vielleicht wieder noch was an der Map gemacht wird. Ist zu. Ja, dass wir das nicht mitnehmen können. Auch diese Lämp das Lämpchen nicht. Nichts. So dick bin ich nur auch wieder nicht. Drive. F. Okay, das ist auch neu, dass man eben die Hände sieht. Und es sieht ein bisschen schwergängiger aus. Na gut, jetzt können wir natürlich nichts machen. Tourette Station. Was ist denn Tourette Station? Ach, jetzt nicht. Wir müssen auch noch schalten. Light Break. Okay. Na gut, das können wir sowieso knicken, können wir wieder aussteigen. Das sieht schon ganz nice aus. Ist nichts drin.
natürlich auch nichts drin, aber das scheint mir ein Auto zu sein, was wir aufwerten können. Sonst könnten wir uns ja nicht reinsetzen. Das hier? Achso, mal das Brett. Ja, Bretter lassen wir mal liegen. Das bringt uns nichts. Oh. Was haben wir denn hier? Meat Stew. Oh, das könnte. Oh, lecker. Meat Stew. Hier, Lashing. Das können wir auch sicherlich stacken. Ja. So, Benzin ist auch hier überall noch drin. Das ist fein. Weil wir werden sowieso mal irgendwann wiederkommen müssen. Verschiedene Autotypen. Das sieht auch nice aus. Also die Autos sehen auch sehr nice aus. Sehr nett. Okay, da haben wir anscheinend genug von. Das können wir nochmal stacken. Hier kommen wir gar nicht ins Haus rein. Schade. Ja, hier ist alles zu. Ich befürchte fast, dass es so sein könnte, dass es vielleicht in der Beta noch nicht so. Dass die Häuser noch nicht so fertig sind. Das befürchte ich fast, weil egal fast welches Haus, die sind alle komplett leer. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was noch was nachkommt. So, vielleicht fordern wir die erstmal einmal auf dann. Oh, guck mal hier, gibt es noch eine Essensanimation. Oh geil, guckt euch das an. Sehr cool. Nice. Was zu trinken? Ich glaube, die Stöcker schmeiße ich mal weg, ne? Ja. Das sah ja schon mal nice aus. Das sah schon richtig, richtig gut aus. Das gibt es eben halt auch so, diese neuen Animationen, diese Tätigkeitsanimationen, auch glaube ich, auch wenn man was trinkt. Wir können ja gleich spaßeshalber mal die Dose mal aufmachen. Mal gucken, ob es dazu auch eine Animation gibt oder ob das nur so eine pauschale Trinken-Animation ist. Aber hier ist tatsächlich erstmal gar nichts. Rein gar nichts. Komplett blanke Häuser. Natürlich schade. Ja, schon mal super gewesen, irgendwie so einen kleinen Rucksack zu finden oder irgendwas. Also hier waren wir noch nicht drin. Nehmen wir mit. Futtern ist immer gut. Wir können uns natürlich auch erstmal hier niederlassen. Wir können uns hier erstmal hier was bauen. Drive. Ah, okay. Naja, aber die sind jetzt auch nicht mehr markiert. Ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Wahrscheinlich ja. Also, dass es nicht mehr markiert sein soll. Weil das finde ich tatsächlich gut an Spielen, auch gerade in Survival-Spielen, wenn das ein bisschen minimalistisch gehalten ist. Ja, aber guck mal, hier hast du, ich finde das auch zum Beispiel mit den, hier zum Beispiel auch mit dem Werkzeuggürtel halt sehr gut. Solange man da halt so ein bisschen rumwurstelt, ist das in Ordnung. Na, aber wenn, solange man dann irgendwo in der Benutzung drin ist, jetzt so wie hier zum Beispiel, zack, dann ist es weg, dass du dann wirklich nur noch, einfach nur noch das Spiel hast. Das, oh, was ist das denn? Real. Und, ach, eine Fishing Rod. Ah, guck mal, wir können mich auch angeln. Das könnte mich auch jetzt mit dazu. Ist natürlich blöde, dass wir das jetzt nicht. Ich geh mal weg. Tschüss. Scheiße. Oh ja, ich habe keine hilfreichen Waffen dabei. Ich hau mal ab, ne? Ist es recht. Das finde ich aber cool, dass da wenigstens. Dass da auch gleich Patrouillen kommen. Das finde ich ja nice. Jetzt gerade unangenehm, aber ansonsten nice. Ist nur die Frage, wo wir jetzt gerade sind. Ich habe keinen Stift und nichts gefunden. Aber wie offensichtlich kann ein Stift da liegen? Also, das ist ja geil, dass dann so NPCs auf einmal kommen. So, ich hau mal ab. Dass die mir gleich. Bei vier Stück, mit vier Stück will ich mich nicht anlegen. Also, das muss ich sagen. Da schwebt ein Auto. Das soll wohl so sichtlich nicht sein. Vor allem, was mich auch mal interessieren würde bei den NPCs, ob die einen jetzt wirklich wieder noch wieder mit diesen ein, zwei Schuss killen. Oder ob man da ein bisschen Schutz hat. Ohne Machete. Geil. Loot all. Zumindest das. Hä, wieso loot all? Kann ich alles looten? Wo ist denn die Machete hin? Kann ja nicht alles gelootet haben. Hallo? Muss doch hier noch irgendwo liegen, die Machete, oder? Weil eigentlich, da liegt sie. Den können wir sonst noch mal essen. Das ist richtig nice animiert, ne? Muss man sagen. Das ist schon gut. So, die ziehen wir uns mal da rein. Oder auf 3.
Das finde ich auch sehr gut, dass es eben nicht mehr im Inventar drin ist, sondern dass es halt hier in der Werkzeugleiste drin ist. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Huch. Ah, das muss ein Event sein. Das ist wahrscheinlich das, was wir draußen gehört haben. Ja. Open the door. Rescue. Proceed. 3 Minuten. Hallo, mein Freund. Was? Rachels? Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja, kein Problem. Sicher, klar, kein Problem. Das ist eine Kleinigkeit, die ich dir geben kann. Als Wiedergutmachung. Ja, was heißt jetzt Wiedergutmachung als Belohnung? Dankeschön. Need anything? Brauchst du noch irgendwas? Trade? Oh, ich kann mit denen handeln. Good luck, trade. Wir können ihm Sachen schenken. Nicht schenken, also handeln mit ihm. Dann haben wir so eine Bolzen. Nee, das wollen wir nicht. Wir können ja mal was testen. Warte mal, ich gebe dir mal eine Flasche Alkohol. Und dafür hätte ich ganz gerne Handschuhe. Kriegen wir die Handschuhe dafür? War das dir? Das sieht aus, als wenn das entweder nicht gefruchtet hat oder wir die Handschuhe bekommen haben. Jedenfalls sind wir in Alkohol los. Back. I have something to trade. Will you look at them? Trade haben wir doch schon. Noch. Ach, guck mal hier. Guck mal, jetzt ist es dran. Alles klar. Das aktualisiert sich noch nicht. Okay, also er hat also die Flasche Alkohol gegen die Handschuhe getauscht. Die Kartoffeln lassen wir einfach mal da. Machen wir mal das. Good luck. Cool. Das ist ja nett. Ja, das sind halt so diese Events. Ich weiß nicht, welche Variation es da drin gibt. Das hatte ich tatsächlich, das war das, was ich schon sagte. Das ist das, was ich mal gesehen hatte. So, einmal. Das war tatsächlich das, was ich in Steam gesehen hatte, halt dieses Event. Aber es werden ja nicht immer alle Leute verunfallen hier. Das hoffe ich zumindest nicht. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. So, ja, genau. Tiere gibt es übrigens auch. Ne? Also es ist wohl so, man findet wohl so als Mini-Quests wohl auf der Karte so kleine, ja, kleine Gehege. Und dann kannst du halt aus diesen kleinen Gehegen kannst du halt Tiere befreien. Und dann kannst du die dann halt, kannst du die auch befehligen. Ne? Kannst du auch sagen, was ich, folge mir oder folge mir nicht. Oder greif an oder sowas. Irgendwas wird es wahrscheinlich geben. Dann 4 NPCs gibt das Skill. So, da ist passieren Dinge. Ich weiß nicht, das ist genau das gleiche wie vorher auch. Key-Items. Haben wir hier den üblichen Kram. To check item action. Okay, da müssen wir wieder was finden wahrscheinlich. Equipment, da können wir wieder mal Gloves reinpacken. Haben wir zumindest Handschuhe an, da sehen wir nicht ganz so nackt aus. Harvesten. Harvesten. Konnten wir da, können wir das harvesten? Tool not found. Okay, lassen wir das mal. Ja gut, wir sind ja von dort gekommen, ne? Dann gehen wir doch mal in die Richtung weiter. Also, wir sind aus der Richtung gekommen, sind ja links abgebogen. Dann gehen wir mal hier nach links weiter. Kann natürlich sein, dass wir da gleich am Ende der Map sind oder an dieser Region. Das ist wahrscheinlich das, was ich dann auch mal in der letzten Folge auch sagte, diese Grenze, die ich da gesehen habe. Das ist wahrscheinlich diese, naja, diese Schnittstelle nachher vielleicht zu einer nächsten Region, zu einer nächsten Map oder sowas. Und dann kommt schon das nächste Haus. Sehr gut. Vorsichtig sein, nicht, dass wir da wieder in so eine Patrouille reinlaufen. Aber ich finde das echt nett, dass NPCs jetzt auch über die Map patrouillieren. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, was ich auch so gelesen habe, was dann an Updates jetzt noch, also jetzt kommt und dann noch zukünftig kommt, also die Wege, die sie einschlagen, die sehen schon, das ist schon nett. Vor allem, was so halt an Maps, und man sieht ja auch, wie groß diese Map ist, ne? Also, es ist natürlich die Frage, wie groß das hier ist. Wir müssen ja irgendwo, kann ja auch so ein kleines Örtchen sein. Wir können ja auch hier gewesen sein. Das ist schon sehr, sehr groß zu sein. Das ist auch noch so eine kleine Ortschaft. So groß wird es nicht gewesen, oder? Naja, es kommt hin. Könnte das hinkommen? Dann wären wir jetzt auf dem Weg hier rüber. Es könnte hinkommen. Das könnte die Stadt sein. Hier die große Kirche. Und hier die beiden Straßen. Das könnte sein, tatsächlich. Das könnte tatsächlich sein. Das heißt, wir gehen jetzt gerade diesen Weg. Und da hätten wir links diese Häuser. Das heißt, die hätten rechts, zur rechten
Müssen wir eigentlich hier gleich noch eine Straße haben? Da müsste ein länglicher See sein. Hallo? Ich würde ganz gerne K drücken. Ich würde ganz gerne hier wieder raus. Hallo? Ich würde ganz gerne hier wieder raus. K? Ah, jetzt geht's. Tut die ganze Zeit K, nichts passiert. Tankstelle. Ja, gut, hier ist natürlich so ein Gascan, aber ja. Oh, ein Rucksack. Das können wir natürlich mal leicht wegfuttern, aber das lassen wir auch mal hier. Zündkerzen. Ja, alles nett, aber kann ich alles nicht mitnehmen. Eine Schere. Die brauchen wir sicherlich als Werkzeug nachher. Wie viel Platz haben wir noch? Nicht wirklich viel. Schere nehme ich mal mit. Weiß nicht, wie wertvoll die ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Werkzeug ist, was wir noch brauchen werden. Und da hinten ist ein Zombie. Da. Zwei Zombies. Also Zombies gibt es auch trotzdem noch. Ich hatte schon gedacht, Mensch, haben sie die Zombies vergessen einzubauen? Aber da gehen wir jetzt mal noch nicht rein. Ich bin noch nicht so gut wirklich bewaffnet. Und zwei Zombies auf ein Stück ist ein bisschen... Guck mal hier, da ist noch einiges drin. Na, da verschwimmt die Textur mit der Tür so ein bisschen hier. Hier können wir rein. Ja. Ich hätte ganz gerne einen Compound Bow oder irgendwie sowas. Das würde ich ganz gerne finden. Aber okay, lassen wir das erstmal. Wir kommen sonst später nochmal wieder. Uns zwingt ja erstmal nichts. So, hier... Ich weiß nicht, ob das tatsächlich wäre von der Karte her nicht ganz unrealistisch. So, nur mal kurz auf der Karte gucken. Wir wären jetzt theoretisch hier. Jetzt müsste es hier hinter irgendwo einen Weg nach rechts geben. Und hier müsste... Ach so, das wird wahrscheinlich so ein Feldweg hier sein. So ein Feldweg. Und dann müsste hier eigentlich der See kommen. Hallo? Ach, so ganz funktioniert das hier aber noch nicht. Doch, jetzt. So. Müsste hier eigentlich jetzt der See sein, ne? Hier in der Richtung müsste jetzt der See sein. Ja, okay. Das ist auch so ein langgezogener See, das haut hin. Alles klar, also sind wir an der Stelle. Das macht allein schon den Unterschied aus, ne? Wenn du schon mal so eine Karte hast, wo du zumindest dich so an gewissen Punkten orientieren kannst, dann weißt du schon immer so grob, so jetzt muss ich nach rechts gehen, jetzt muss ich nach links gehen. Das ist schon ganz geil so. Das habe ich eben halt in der ursprünglichen Version echt vermisst. So, was kann man denn noch machen? Also wenn wir jetzt dem Weg folgen, dann nach links haben wir wieder ein größeres Dorf. So, nur muss ich erstmal hier wieder... So, das ist an sich nur noch ein bisschen schwierig. Man, das K, also mit dem man eigentlich die Map aufruft, funktioniert nicht so wirklich. Dann gehen wir mal hoch zu der Stadt. Ich hoffe, dass das jetzt kein feindliches Gebiet ist. Nicht, dass wir da jetzt gerade in so eine Falle reinrennen. Und wir da gleich rangenommen werden. Alt und verneu, da habe ich nämlich gar keine Lust zu. Guck mal, ich komme hier mit einer Axt. Ja, macht ja nichts. Ich habe eine AK oder eine M4 oder was. M4 gab es da, glaube ich, immer. Guck mal, da oben. Ja, guck mal, da oben siehst du das. Wachtürme, da weißt du auch gleich schon Bescheid. Da weißt du auch gleich schon Bescheid. Mal kurz auf K gucken. So, das ist auch garantiert das hier. Das ist auch garantiert das Lager. Vielleicht das hier vorgelagert, aber hier unten. Okay. Kann man das Holz eigentlich auch verbraten oder ist das eigentlich dekorativerweise? Das ist dekorativerweise.
Ist hier irgendwas oder irgendwer drin? Nicht durch. Jemand drin? Hallo? Hallo? Gut, so hoch ist der Hubbel nur auch nicht. Ich habe schon erwähnt, dass ich einen Rucksack brauchen könnte. Ja, also loot-technisch ist das alles noch ein bisschen mau. Aber vielleicht liegt das auch eben noch an der Beta, das weiß man nicht. Vielleicht muss das noch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Man weiß es nicht. Muss mal die Scheunen abklappern. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass dann Sniper mich aus der Entfernung gleich wegpflückt. Oh, ich kann nicht fahren, ne? Rein zufällig. Oh, das wäre so geil. Vor allem so dann in eine feindliche Basis reinreiten, ne? Das wäre natürlich der Hammer. Aber ich befürchte, dass das nicht geht. Oh, hier könnte. Das sieht mir dann aus, als wenn wir hier fündig werden könnten. Auch ein Hauch von Nein. Ein Hauch von überhaupt nicht. Also kann man sich täuschen. Sache, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder. Man liegt hier ordentlich an Werkzeug rum. Das ist nett, aber. Das kann ich alles leider nicht mitnehmen. Genauso wie diese komischen Stoffe. Die kann ich auch alle nicht mitnehmen. Ja gut, alles klar. Entweder soll ich da nicht rein oder ist es auch noch so ein Beta-Bug. Würde mal eher oft auf zweiteres hoffen. Hoffen tatsächlich. Nicht, dass es tatsächlich so gewollt ist. So. Stoffe, alles gut und... Ah ja, das ist auch neu. Neue Tiere gibt das. Ach du Scheiße, ich hau mal ab hier gerade. Es gibt mich jetzt Boas. Wildschweine. Mit Ferkelchen. Und übrigens gibt es das auch in, natürlich in Bärenversion. Es gibt dann natürlich die vollen Bären, die gab es da vorher natürlich auch schon. Aber auch die Bären mit Babybären, also mit kleinen Bären. Mit jungen Bären. Heidelbeeren. Erdbeeren. Gibt's alles. Das finde ich schon sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß. Sag mal, was rede ich heute für einen Blödsinn? Süß, wollte ich sagen. Süß. Von hinten juckeln die rum. Ah, da siehst du, da kann man sich die doch schon mal so ein bisschen schon mal auf die Liste schreiben. Dich werde ich jagen, mein Freund. Dich werde ich jagen. Aber wahrscheinlich werden wir eher von denen gejagt. Im Nachhinein. So. Jetzt haben wir da unten den Part. Ich guck mal. Bis jetzt, also, ja. Sieht alles nice aus, aber so der Loot ist momentan noch so ein bisschen. Ich muss ein bisschen zärtlich gucken. Ich. Oh, hast du schon das Auto gesehen? Das Auge gesehen. So viel dazu. Und wir sind schon wieder auf. Oh. Scheiße. Okay, das können wir, glaube ich, knicken. Ich gehe mal in die Richtung. Ja, und da sind wir tot. Ja gut, ich würde sagen, das war der erste Eindruck von der Beta. Wir können wieder von vorne starten. Alles klar, dann vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in dieser Folge Miss Survival wieder, wenn wir uns noch ein bisschen in der Beta 05 umsehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.